Nyrene Kandros war eine gute Soldatin. Eine Schande, dass sie für ihren Ehrgeiz sterben musste. Sie sind ein toter Mann. Nein, halt! Was jetzt, Petrovsky? Teile und herrsche, Commander. Kandros hat die drei Adjutanten getötet, deren Experimente nicht abgeschlossen waren. Diese stehen voll unter unserer Kontrolle. Die Prototypen unserer künftigen Armee. Jetzt wissen wir auch endgültig, was sie hier gemacht haben. Aber Aria ist auch so dumm, ganz ehrlich. Aria ist so blöd, da einfach reinzuspringen. Schrecklich. Okay. Dann, ich glaube, wir kümmern uns erstmal um die hier, oder? Ich glaube, das ist vielleicht besser so. Ja. Das ist, glaube ich, günstiger. Wo ist dieser... Achso, okay. Ich glaube, ich sollte mir erstmal jemanden suchen, den ich angreifen kann. Oh, vielleicht nicht gerade den Adjutanten. Komm schon. Greif an. Dankeschön. Zack. Ausgeschaltet. Oh, shit. Oh, ich bin nicht mehr weggekommen. Mann. Das wird jetzt richtig ungemütlich. Ganz allein gegen diese Masse. Oh ja. Okay. Neuer Versuch. Shepard von den Generatoren anhalten. Hi. Wo ist er denn hin? Ach, da. Du traust dich was. Hör doch mal auf, so rumzuhüpfen, Mensch. Ist ja schrecklich. Oh, fuck. Ich glaube, ich sollte mich mal schnell verziehen hier. Ja, ich gehe ja schon. Okay. Nee, die kann ich mir auch so holen. Okay, der ist tot. Erstmal die kleinen Sturmschützen. Wenn von denen zu viele da sind, wird es unschön, aber... Die lassen sich ja relativ schnell wegkauen. Oh, 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 oh. Nicht doch. Oh, komm schon. Ich gehe mal lieber. Zu viel los hier. So, wo ist dieser Generator? Okay, der ist einfach nur hier. Alles klar. Oh, shit. Schlechte Wahl. Sehr gut. So. Noch schnell den Nemesis geholt. Die müssen wir nicht unbedingt stehen lassen. Ups, das war nicht der Richtige. Oh, das war aber knapp gerade. Meine Güte, ich dachte, die haben bloß ein paar von denen. Viel zu viele. Shit. Okay, der nächste Generator. Oh, fuck. Na toll, jetzt haben die auch noch Schilde über ihren Barrieren. Das ist ja super. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben den Jackpot gewonnen. Ey, was? Okay, erstmal runter hier. Erstmal den Generator suchen. Kämpfen die auch gegen die Adjutanten? Sehr seltsam. Gut. Weiter geht's. Keine Zeit verlieren, es kommen immer mehr Gegner. Das heißt, es ist sinnlos, sich mit denen lange aufzuhalten. Okay, noch einer. Einfach außen bleiben, das reicht. Okay, der letzte Generator und dann wird's Zeit für Arias Zorn. Oh ja. Kommt schon. Zeigt, was ihr könnt. Ach hier. Nicht auf den Adjutanten, meine Güte. So. Können wir vielleicht mal irgendjemanden angreifen? Dankeschön. Oh, was? Durch die Deckung durch. Das kleine Mistvieh. Okay. Ich glaube, jetzt kommen keine neuen mehr. Sehr gut.
Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Da oben noch ein Nemesis, den sollte man vielleicht auch möglichst bald ausschalten. Wie viele kommen denn hier noch? Meine Güte! Weg mit dir! Gar nicht erst wieder aufstehen. So. Jetzt ist langsam Feierabend. Ich glaube, wir haben es geschafft. Oder, Aria? Noch ein Adjutant, natürlich. Dankeschön, das musste ja noch sein. Das war's. Kapitulation. Wir haben es geschafft. So, mein Freund. Jetzt geht's hier an den Kragen. Und Aria wird nicht zimperlich sein. Feuer einstellen. Keine Kämpfe mehr. Es ist vorbei. Der Mann weiß, wann er verloren hat. Matt. Commander Shepard, ich begebe mich in Ihren Gewahrsam. So was Lächerliches habe ich noch nie gehört. Ich bin unbewaffnet und ich habe Informationen über den Unbekannten für die Allianz. Sie würden alles sagen, um Ihre Haut zu retten. Aber ich ließ Sie von Omega fliehen. Ich verdiene Gnade. Ist das wahr, Aria? Ja, Cerberus hatte die Station eingenommen und er ließ mich gehen. Spüren Sie das, Oleg? Das ist der Tod. Er ist ganz nah. Vergessen Sie es nie. Ich lasse Sie am Leben. Für meinen Partner und den Kampf gegen Ihren Herrn. Sie sollten kooperieren. Welch Einsicht, Wahnsinn. Nehmen Sie ihn, Shepard. Urteilen Sie über ihn. Aber schaffen Sie ihn von meiner Station runter. Commander, zum Glück hatten Sie eine beruhigende Wirkung auf Miss Tilok. Ich wollte Sie schon mal zur Vernunft bringen und würde gern wissen, wie Sie es geschafft haben. Sie haben keine Ahnung, wie das hier weitergeht. Was? Aber hochrangige Kriegsgefangene der Allianz führen doch ein komfortables Leben. Und wer weiß, vielleicht werden wir sogar Freunde. Mit Sicherheit nicht. Bray, abführen. Seit Monaten wollte ich diesen Mann töten. Dann laufe ich ein paar Stunden mit ihnen rum und werde weich. Sie sind eine Krankheit. Dieser Sieg hatte einen hohen Preis, Aria. Es ist nicht weich, das einzusehen. Sie klingen wie jemand, der etwas verkaufen möchte. Ich mag Ihre Hartnäckigkeit. Und dank Ihnen gehört Omega wieder mir. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen erstaunt gerade drüber, dass Aria ihn einfach so gelassen hat. Denn ich hatte es eigentlich so in Erinnerung, dass ich sie daran hindern muss, ihn zu erwürgen. Aber vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung. Und vielleicht hat auch einfach nur unser gutes Handeln und gutes Denken in Verbindung mit dem von Nyrene, weil sie ja gemerkt hat, Nyrene würde es auch so machen, ein bisschen Einfluss auf sie gehabt. Dass sie ihn deswegen vielleicht verschont hat. Wie geht's weiter? Mit dem Wiederaufbau. Angefangen mit diesem Kontrollzentrum. Es dauert sicher eine Weile, den Gestank des Generals aus meinem Thron rauszukriegen. Ich frage mich, ob ich das Pole-Dancing hier drin je wieder genießen kann. Die Bürger von Omega haben viel durchgemacht, Aria. Vergessen Sie das nicht. Wie sollte ich... Ich werde doch an jeder Ecke daran erinnert. Und keine Sorge. Unsere Vereinbarung steht.
Truppen, Schiffe und ein Berg E-Zero. Sie haben's verdient. Dann gehe ich jetzt. Bray bringt sie zurück. Ich muss eine Station auf Vordermann bringen. Bürger von Omega, hören Sie zu. Ich, Arya Tilok, habe Ihnen Ihr Leben zurückgegeben. Ich herrsche wieder. Meine Hand liegt wieder auf dem Steuerknüppel. Und ich lasse nicht mehr los. Jeder von Ihnen schuldet mir etwas. Treiben Sie die letzten Cerberus-Eindringlinge zusammen und... Wir vertreiben sie. Und dann beerdigen wir unsere Toten und betrauern sie. Meine Methoden waren nicht immer beliebt. Und ich kann nicht versprechen, dass sich das ändert. Aber die Sicherung dieser Station und ihrer Bewohner ist jetzt mein Hauptziel. Niemand nimmt uns mehr gefangen. Wir mögen angeschlagen sein. Wir mögen bluten. Aber wir sind Omega. Kriegen Sie immer die Drecksmissionen, Bray? Diesmal nicht. Immerhin geht's um die Galaxie. Wir bringen sie von hier weg. Schön, wie der eine noch durch die Gegend geschleift wird. Wir haben es geschafft. Omega ist wieder in der Hand von Arya. Und ich glaube, wir haben sie verändert. Auf ihrem privaten Terminal, Commander. Na klar doch, Samantha. Ich glaube, wir haben es geschafft, Arya zu verändern. Und das ist vielleicht sogar der größte Sieg dabei, wenn man in die Zukunft schaut. Ich meine, klar, wir haben auch die ganzen Söldnertruppen auf unsere Seite gebracht, aber... dass Arya vielleicht ein bisschen humaner ist und ein bisschen mehr an die Bewohner von Omega denkt, das könnte vielleicht sogar der größte Sieg dabei gewesen sein. Und wir müssen mal schauen, inwiefern es uns etwas bringt, dass der General noch am Leben ist und jetzt quasi uns helfen kann. Ein Erinnerungsstück von Arya T'Loke. Shepard, ich habe Petrovskis Schachbrett auf die Normandy schicken lassen. Es passt einfach nicht zur neuen Ausstattung, die ich für das Afterlife geplant habe. Arya. Und mache Meldung von Lee Riley. Ach, das war die, die wir unterstützt haben bei diesen Kraftstofftanks, glaube ich. Commander, mein Trupp verteidigt weiterhin den Treibstoffreaktor auf Sion. Genau. Die Reaper wollen ihn lahmlegen, aber nicht in meiner Wache. Wir werden die Stellung halten. Captain Lee Riley. Wunderbar, das lief doch richtig gut und es war ein ziemlich großes DLC, wie wir gemerkt haben. Also, Omega zieht sich schon ziemlich in die Länge, muss ich sagen. Commander? Leider haben wir halt zwei von den drei Nebenmissionen nicht erfüllen können. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, die stehen jetzt auch im Logbuch noch weiterhin hier drin. Also die werden wir auch nicht los. Die bleiben da jetzt für immer drin. Aber was soll's? Was willst du machen? Ich würde sagen, wir schauen mal kurz ins KIZ und werden mal sehen, was wir so an neuen Truppen jetzt mit noch haben. Das sollten eigentlich ein paar sein, ne? Ohoho, einige, ja. Schauen wir erstmal hier bei den Geth vielleicht rein. Beim Geth Corps. Aktualisiert, Commander Shepards Interview mit Diana Ellis über die Geth betonte deren Wert als starke militärische Verbündete. Der Rat schickte daraufhin zögernd seltene Materialien zur Aufrüstung von Bodeneinheiten an die Geth. Na, das ist aber schön, dass der Rat auf unsere Interviews hört. Tigel, verbesserter Raumschiff-Treibstoff. Mit Helium 3 werden die meisten kommerziellen Raumschiffe angetrieben. Chemietechniker auf Sion haben dem Gas experimentelle Gemische zugesetzt, um einen effizienteren Treibstoff für Langstreckenflüge herzustellen. Eine ihrer neuen Formeln wird in Schiffen eingesetzt, die Material zum Tigel bringen, was den Bau spürbar beschleunigt. So, ansonsten gibt's hier nichts Neues. Die Asari. Was haben wir denn da Neues gekriegt? Achso, natürlich, Samara und so, ne? Zweite Asari-Flotte. Shepard hat ein Reaper-Code-Fragment an das Asari-Oberkommando weitergeleitet. Eine isolierte Kopie kann bei der Vorhersage von Truppenbewegungen der Reaper helfen. Ich glaube, das andere hatten wir schon, ne? Den Text hier oben. Würde ich schon denken. Und bei der sechsten Asari-Flotte. Die Bibliothek von Asha enthält zentrale Werke der Asari über die Kriegskunst. Diese Texte wurden als verpflichtende Ausbildungslektüre an alle Asari-Rekrutinnen verteilt. Schön, wenn das hilft, ist es gut. So, die Asari-Elite-Soldatinnen trainieren von Kindesbeinen an, ihren Geist und ihren Körper zu kontrollieren.
Ziel ist die ultimative Ökonomie von Gedanken und Bewegungen. Sie lernen, dass es bei jedem Schuss und jeder Entscheidung keinerlei Zögern geben darf. Die genauen Ausbildungsmethoden sind zwar von Team zu Team verschieden, aber alle Elite-Soldatinnen sind absolute Profis. Mit ihren Überfällen, schnellen Angriffen und ausgefeilten Taktiken haben sie schon unzählige Male größere, gut bewaffnete Einheiten besiegt. Samara, die ist mehr wert als das komplette Kommando von Asari-Elite-Soldatinnen, das ist auch super. Justikarinnen sind ein alter Asari-Orden, der jene sucht und bestraft, die anderen Schaden zufügen. Sie halten sich strikt an den Justikarinnen-Kodex, eine umfassende, komplizierte Liste von Gesetzen. Weil die Reaper Unschuldige überfallen, hilflose abschlachten und keine Autorität über sich akzeptieren, verletzen sie so ziemlich alles, wofür der Kodex steht. Die Justikarin Samara hat alle anderen Pflichten beiseite geschoben und geschworen, die Reaper aufzuhalten, selbst wenn es sie das Leben kostet. Amali-Scharfschützeneinheit. Die Amali-Scharfschützeneinheit ist ein Elite-Team der Asari, das den Kampf auf große Distanzen bevorzugt. Einige Mitglieder haben kybernetische Implantate, die ihnen mehr Stärke verleihen, sodass sie schwerere Waffen wie das 39 Kilogramm wiegende Antimateriegewehr M98 Widow abfeuern können, ohne an Präzision einzubüßen. Und die Cerise-Wache. Die Cerise-Wache hatte den Auftrag, Söldner des Bloodpacks daran zu hindern, weitere Kolonien in den Terminus-Systemen zu versklaven. Nach einer Raumschlacht stürzten die Soldatinnen und die Söldner ab. Ohne Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit Tessia setzten die überlebenden Asari den Kampf gegen die Reste des Bloodpacks fort und zwangen die frustrierten Sklavenhalter mit Fallen, Überfällen und nächtlichen Angriffen langsam in die Knie. Nach 9 Tagen und mehr als 100 Toten kapitulierte das Bloodpack schließlich. Die Söldner waren sehr erstaunt, dass sie es lediglich mit 5 Asari-Elite-Soldatinnen zu tun gehabt hatten. Obwohl die Mitglieder der Wache ihre Heldentat herunterspielten, wurden sie trotzdem bei ihrer Rückkehr nach Tessia sofort zu Berühmtheiten. Klingt, als ob die was drauf haben. So, bei der Allianz gibt's bestimmt bloß Aktualisierungen, ne? Schauen wir mal hier unten. Was haben wir hier? Das proteanische Artefakt. Ich glaube, das hatten wir noch nicht, ne? Ja, schauen wir mal alle Aktualisierungen an. Von Sonex Industries gefundene proteanische Datenlaufwerke wurden an Allianztechniker übergeben. Sehr gut. Das proteanische Artefakt Obelisk von Kasa trägt Inschriften mit technischen Fachbegriffen und Maßen, die beim Entschlüsseln der Pläne für den Tigel sehr nützlich sind. Bei der Analyse einer proteanischen Sphäre aus dem Haar des Nexus haben Allianzwissenschaftler nützliche Daten erhalten und der Sockel einer Statue aus dem Hesperia-Zeitalter ist mit proteanischen Inschriften bedeckt, deren Übersetzung für die Techniker, die an dem Proteanergerät arbeiten, sehr hilfreich waren. So, bei der ersten Flotte haben wir... Ach ja, die SSV Leipzig ist ja dazugekommen, ne? So, die SSV Agincourt, das hatten wir, glaube ich, schon. Aber die SSV Leipzig war die erste Allianzfregatte, die Feldversuche mit der Thanix-Kanone durchgeführt hat. Einer kleineren Version der Reaper-Waffe, die nach der Schlacht um die Citadel entwickelt wurde. Die Kapitänin der Leipzig war von den Ergebnissen so angetan, dass sie die uneingeschränkte Empfehlung aussprach, sobald wie möglich mit der Massenproduktion der Kanone zu beginnen. So, das kennen wir schon. Verteidigung des Rats, das war auf jeden Fall schon. Ärzte und Sanitäter der Allianz setzen jetzt verbesserte Behandlungsmethoden für chemische Verbrennungen ein. Schön! Bei der dritten Flotte... Okay, was haben wir da? Die SSV irgendwas. Ist topmodern, die praktisch frisch aus der Fertigungshalle kommt. Was ist denn das für ein Satz? Da fehlt ja irgendwie alles. Ihre Offiziere haben simulierte Schlachten bestritten, die sie auf echten Feindkontakt vorbereiten sollen. Menschentruppen mussten im Kampf gegen Cerberus Verluste hinnehmen, nicht zuletzt aufgrund eines Technikermangels in der dritten Flotte der Allianz. Das tut mir sehr leid. Kann ich da was für? Weiß ich nicht. So, und bei der fünften Flotte haben wir die ursprüngliche SSV Hong Kong. Wurde bei der Schlacht um die Citadel zerstört, als ihre Kapitänin damit einen Schuss abfing, der einem Schlachtschiff gegolten hatte. Die Überreste wurden später eingeschmolzen und in das Material einer neuen Fregatte integriert, die quasi ihre Nachfolge angetreten hat. Klingt interessant. Diese Flotte, ja, das kennen wir. Zwei Unternehmer konnten dazu überredet werden, von Finanzprogrammen zu modernen Zielerfassungs-VIs für Waffen zu wechseln. Das hatten wir auch schon. Okay. Und Kunstdiamanten-Kühlkörper. Künstliche Diamanten sind ein Schlüsselbestandteil von Kühlkörpern in Militärqualität, die in der Computertechnik sowie für Hochleistungs-Thermomagazine und Raumschiffwaffen verwendet werden. Wenn sie tonnenweise aus den Anlagen auf Brass beschafft werden könnten, würde dies sowohl den Bodentruppen als auch den Streitkräften im All helfen. Gut, das zur Allianz und schließlich noch in der Alien-Abteilung die Elcor-Flottille. Ach Gott, hier unten ist ja noch einiges mehr. Die Elcor-Flottille verfügt zwar über einige Kreuzer, aber ihre eigentliche Stärke ist der Truppentransport. Aufgrund ihres Körperbaus tragen Elcor schultermontierte schwere Waffen, bei denen Nachladen, Zielen und Munitionsauswahl von VI-Systemen übernommen wird. Es ist nicht ungewöhnlich, wenn ein Trupp von Elcor-Soldaten Raketenwerfer, Maschinengewehre und andere einschüchternde Waffen auf dem Rücken trägt,
als würden sie überhaupt nichts wiegen. So, die Citadel Verteidigungsstreit macht, da müssen wir, glaube ich, bloß unten mal mit reinschauen. Oh, was haben wir denn da? Das Buch von Planix da drüber, das hatten wir schon, glaube ich, ne? Das Buch von Planix sagt, dass jeder Volus in Zeiten der Not anderen helfen muss. Die Nachricht vom Fund des Buches hat viele Volus-Bürger dazu veranlasst, an die Wohlfahrt der Citadel und die Kriegskasse großzügige Summen zu spenden. Die Elkor waren sehr froh, als der Kodex der Ahnen wieder auftauchte. Mit neuer Hoffnung transportieren sie nun auf der Citadel Vorräte für die Kriegsbemühungen. Und die Beschaffung der Ringe von Alune, einer verehrten Asari-Heilerin, hat Zivilisten dazu inspiriert, freiwillig in den Flüchtlingskliniken auf der Citadel mitzuhelfen. So, Omegas E-Zero-Vorrat, den haben wir bekommen. Arya hat wie versprochen damit begonnen, ihre E-Zero-Vorräte an die Allianz zu liefern. Obwohl die erste Lieferung dadurch behindert wurde, dass die Allianz-Sicherheit Probleme hatte, sich mit einer Gruppe einzulassen, die von den meisten als Weltraumpiraten betrachtet wird, findet inzwischen ein beständiger Transfer der Ressourcen statt. Um den Ablauf zu erleichtern, wurde ein neues Frachtunternehmen unter der Flagge von Omega gegründet. Die Omega-Koalition der Frachttransporteure ist eine bunt gemischte Gruppe, die sich allerdings als enorm erfolgreich erwiesen hat. Sowohl hinsichtlich der Geschwindigkeit der Lieferungen als auch der Sicherheit der Ladung. Die Omega-Angriffsflotte, die ist ja nicht so besonders. Obwohl sie sich aus den verschiedensten Schiffstypen zusammensetzt, hat sich die Omega-RUM-Flotte der Allianz in jeglicher Hinsicht bewiesen. Ihren ersten Einsatz hatte sie während der Orientierungsphase, als die Allianzschiffe, mit denen sie sich treffen sollte, durch einen Angriff der Reaper überwältigt wurden. Obwohl RUM angewiesen wurde, sich von dem Rendezvous-Punkt fernzuhalten, folgte die Flotte ihrem Flaggschiff, der Fusion, oder Fusion wahrscheinlich eher, direkt in den Kampf, um die dem Untergang geweihten Schiffe zu retten. Die Allianzschiffe wurden gerettet und die von einem ebenso fröhlichen wie gnadenlosen Captain Jarrell angeführte RUM-Flotte wurde seitdem an den schwierigsten Reaper-Fronten eingesetzt und konnte jedes Mal dabei helfen, das Blatt noch zu wenden. RUM-Landetrupps haben darüber hinaus einen hervorragenden, wenn auch etwas blutrünstigen Ruf, insbesondere wenn es gegen Cerberus-Phantome geht. Captain Jarrell war, glaube ich, der Kapitän auf dem Schiff, mit dem wir auf Omega gelandet sind. Der Salarianer, würde ich denken, oder? Kann das sein? Und General Oleg Petrovsky. General Oleg Petrovsky, machen wir eher so, Petrovsky ist vielleicht besser, befindet sich jetzt im Allianzgewahrsam und wird an einem geheimen Ort verhört. Aufgrund der Art seiner Arbeit auf Omega wird das Befragungs- und Nachbesprechungsteam sowohl von militärischen als auch wissenschaftlichen Experten geleitet, um den Wahrheitsgehalt von Petrovskys Informationen sicherzustellen. Der Gefangene hat bereits den Standort eines bedeutenden... Oh, Verzeihung. Bin ich aus Versehen auf die Taste gekommen. Schauen wir nochmal rein. Hat bereits den Standort eines bedeutenden Cerberus-Labors preisgegeben, das daraufhin zerstört wurde. Allianzfunktionäre sind der Meinung, dass Petrovsky noch weitere wichtige Informationen über Cerberus-Aktivitäten liefern kann und werden deshalb mit großer Wahrscheinlichkeit den Asylanträgen stattgeben, die die Rechtshilfe der Allianz in Petrovskys Fall eingebracht hat. Klingt, als ob er sich tatsächlich nützlich macht. Ist doch schön. Und es ist auch gar nicht so schlecht, einen richtigen Strategen auf unserer Seite zu haben. Natürlich wird er nicht in führende Positionen kommen, aber der wird schon helfen können, denke ich mal. So, bei den Mädels hier gibt es offenbar gar keine Kommentare mehr jetzt. Weiß nicht, ob Samantha was für uns hat. Commander? Nein, auch nicht. Okay, dann würde ich sagen, beende ich an dieser Stelle auch die Aufnahme, denn Omega war jetzt schon lang genug und ich habe keine Zeit mehr, heute noch weiterzumachen. Beim nächsten Mal könnten wir eigentlich noch ein DLC angehen. Müssen wir mal schauen, welchen wir da nehmen. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass wir uns mit dem Leviathan beschäftigen. Das wäre eigentlich eine ganz gute Idee. Genau, und dann werden wir uns da reinstürzen. Leviathan geht auch relativ lang, könnte also die gesamte nächste Aufnahmesession verschlingen. Schauen wir es uns einfach an beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, haut rein und tschüss.